Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Andy Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Der letzten Folge haben wir für die Railroads die Mission abgeschlossen. Nee, Quatsch, wir haben das Hauptquartier der Railroads endlich mal besuchen können und wir können theoretisch auch für die weitermachen, aber ich habe ja noch eine Hauptstory-Mission, nehme ich an, und ich würde sagen, die machen wir erstmal weiter. Und zwar sollen wir uns mit Valentine in der Detektei treffen. Nicht nur wisst ihr, wo die ist. Ich würde sagen, in dem Part tun wir auch ein bisschen mal Diamond City erkunden, weil hier sind bestimmt auch einige Sachen, die wir noch nicht gefunden haben und Quests und weiß ich nicht. Deswegen, ja, gucken wir uns mal in der Stadt ein bisschen um. Triff Abbott bei der Mauer. Was? Ja, schon wieder irgendeine Mission bekommen. Wenn ich den Leuten hier im Hintergrund zu oder was? Ellie, bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, ich war doch die diese ganze Zeit Visage hier. ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Ja. Achso, hier. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Den Mord beschreiben, Hörer beschreiben. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. Was kannst du mir noch erzählen? Schauen, beschreiben. Ja, schauen wird nicht viel bringen. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger... Du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Ich Raider, glaube ich nicht. Gunner vielleicht? Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Ja, Supermutant mag es ja nicht. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also... ausrangierter Prototyp. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab.
Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Eine Stimme, hatte eine Waffe, Glanz und Narbe, ja. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Ja, das weiß ich auch noch. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Kelloggs? Nein, sie haben ihren Namen nicht genannt. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Okay. So viel dazu hat wir uns... Du hast wirklich eine Menge durch... ...umschauen. Ich hoffe, dass du und Nick dieses Monster finden. Oh, hallo. Nett. Deltas Fulban spielt Zeta-Invasor. Invasore. Cool. Ich mal nach. Der Marty-Bullfinch-Fall. Marty war Nicks Partner. Betonung auf war. Er muss ziemlich verzweifelt gewesen sein, uns nach so langer Zeit um Hilfe zu bitten. Oh Gott. Da hat die auch irgendwie ausmisten, glaube ich. Niki, du alter Nietzsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Fernview Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Mysteriöse Fremde? Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Fall, der mysteriöse Fremde. Seit Jahren gibt es immer wieder Berichte über den sogenannten mysteriösen Fremden, der sporadisch in den alten USA gesehen wurde. Am besten Fall ist der Mann ein amoralischer Irrer. Im schlimmsten Fall ein aktiver Serienmörder. Bekannt ist nur sein Modus operandi. Er taucht plötzlich auf, tötet gnadenlos und verschwindet dann, ohne ein Wort zu sagen. Der Fremde hat keinen bekannten Komplizen, wählt seine Opfer ohne nachvollziehbare Methode aus und hinterlässt keine Visitenkarte. Sichtungen gab es von der RNK bis hin zur Ostküste, und zwar seit Jahrzehnten. In Anspielung an Fallout New Vegas und Fallout 3? Jetzt ist der im Common World aufgetaucht. Das letzte, was wir hier brauchen, ist noch so ein Psychopath, der Amok läuft. Es wird Zeit, das Mosaik zu vervollständigen, damit er erledigt werden kann. Beschreibung: männlich, Mensch, wechselnde Kleidung, aber bei der letzten Sichtung trug er einen langen Mantel und einen Filzzug. Der Kerl hat Geschmack, das muss man ihm sagen. Ein Mann, mehrere Männer, ein Ghoul mit minimalen Vernarbungen, könnte eine mögliche Erklärung für die langen Abstände zwischen den Sichtungen sein. Erscheint und verschwindet plötzlich, was aus außergewöhnlicher Infiltrationsfähigkeit oder Zugang zur fortschrittlichen Tarntechnologie hindeutet. Bis auf die frühesten Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass der Fremde ausschließlich konventionelle Waffen verwendet, was ein Infiltrationstraining noch wahrscheinlicher macht. Bei Tätern, wie bei diesen, wünschte ich, das Institut hätte ja vor einer Entlassung ein thermales Erkennungssystem springen lassen. Sichtungen, Commonwealth, bestätigt. Ödland der Hauptstadt, bestätigt. Ödland der Aufstand. RNK, alte Gerüchte. Shady Sands, ganz alte Gerüchte.
cool. Ach, das ist von der Dings wahrscheinlich, ne? Im anderen Fall. Der untersucht den mysteriösen Fremden. Wie geil ist das denn? Ja, warum nicht? Schade, weil wir von dem keine Mission bekommen haben. Und das waren wahrscheinlich alles Anspielungen an Fallout 1 und 2 noch hier. Diese ganz alten Gerüchte, die waren bestimmt so von Fallout 1 oder 2. Ah, okay, ist irgendwie geil. Okay. Aber erstmal kümmern wir uns hier um. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Nein. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Den bringe ich um. Okay. Dann, da wird ja wohl nichts passieren, nehme ich an. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Ich schaff das nicht, hallo? Das Schloss sieht stabil aus. Kein Glück? Dann müssen wir den Schlüssel finden. Super. Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Ich werde das Schloss nicht aufsprengen oder so. Na gut. Gib uns ja irgendwie die Chance, hier uns mal in Diamond City umzuschauen. Ja. Dein, ja. Also anstatt hier im Weg zu gehen wie so ein normaler Typ, ne? Oh, okay. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass hier irgendwas passiert. Den Bürgermeister kennen wir ja auch schon. Da war mal ein Stadion, jetzt sehe ich das erst. Ich kann mir vorstellen, dass jemand hier den ganzen... Hat der Angst vor der Presse? Wenn ich zum Institut gehören würde, käme er sofort angerannt. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Worten Aufmerksamkeit zu erregen, Herzchen? Und nicht so rumzuschreien? Oh, da muss ich an meinen Artikel über die Affäre des Bürgermeisters mit einer gewissen hohlköpfigen Blondine denken. Oh, wen haben wir denn da? Was führt dich zum Büro des Bürgermeisters? Was machst du hier, Piper? Nicht vor der Drucklegung. Das kannst du in der Ausgabe lesen. Schlag nehmen, Miss Piper, kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern. Ich wollte sowieso gerade gehen. Also habe ich für die Frage wenigstens ausgewichen. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Okay. Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe? Ich kann also einfach rein und mit McDonough sprechen? Nur zu. Sein Büro ist offen. Er nimmt sich Zeit für jeden, wenn er es einrichten kann. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier rausplaudern, ja, ich möchte den Mach Typen hier... Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Okay. Ah, jetzt... ja. Ich erinnere mich. Der Neuzugang. Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt zum ersten Mal sehen. Was kann ich für Sie tun?
Ich brauche den Schlüssel zu einem Haus in der Stadt. Ich schätze, im Büro des Bürgermeisters gibt es einen Zweitschlüssel? Nun, wir haben nicht für jedes Haus einen Schlüssel. Wo sollten wir die auch alle aufbewahren? Außerdem hat jeder Bürger meiner Stadt ein Recht auf seine Privatsphäre. Falls wir einen Schlüssel hätten, dürfte ich ihn dem Besitzer aushändigen. Ganz einfach. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Ich muss ihn finden. Verstehe. Aber welche Verbrechen dieser Mr. Kellogg auch begangen haben mag, Ihr Wort reicht als Beweis nicht aus. Verstehe. Es gibt feste Regeln. Vielleicht lassen sich die für den richtigen Preis etwas aufweichen. Was? Wie können Sie es wagen? Ich bin der Bürgermeister, zum Teufel, nicht irgendein dahergelaufener Schläger. Das war's also. Sie wollen mir nicht helfen. Sicherheit ist das, was Diamond City vor den Streitereien und Missgeschicken des Commonwealth bewahrt. Das kann ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Na gut. Schönen Dank auch. Ich weiß, Sie sind enttäuscht. Aber ich muss an das Wohl aller Bürger von Diamond City denken, nicht nur an die Bedürfnisse einer Person. Ja, und jetzt? Warte mal. Geneva. Brauchst du sonst noch was? Woher weiß ich, wie du heißt? Ich muss mit jemandem über Kelloggs altes Haus in Westsands reden. Mr. Kelloggs Haus? Er hat die Stadt vor einiger Zeit verlassen. Wir haben das Anwesen beschlagnahmt und verriegelt. Gäbe es etwas, das dem Mann gehört, an den Sie Ansprüche stellen, könnte der Bürgermeister Sie vielleicht empfangen. Hey, können Sie mir nicht helfen? Und wenn ja, warum sollte ich? Bitte, ich will nur meinen Sohn finden. Der Kerl, dem das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Ich kenne diese rührseligen Geschichten, die können Sie sich sparen. Vielleicht können wir uns ja einigen. Ich habe hier zufällig einen Haufen Kronkorken. Ein Geschenk? Für mich? Wie großzügig. Ach, nicht schon wieder. Da lege ich nur einen Schlüssel auf den Schreibtisch und vergesse, ganz sehr gut, wieder zurückzulegen. Oh mein Gott. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum sein. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber das Ding ist doch schon ewig verlassen. Denk daran, den Schlüssel hast du nicht von mir. Boah, jetzt habe ich schon wieder eine Quest bekommen. Okay, haben wir das schon mal erledigt. Gibt der Detektivanzug mir irgendwelche Bonus? Wahrnehmung. Wahrnehmung. Also was hier? Sieht sich stylisch aus. Sogar mit einer Sonnenbrille. Hätte ich aber vorher angezogen. Wäre irgendwie besser gewesen. Jeder kluge Kopf liest die Public Occurrences. Ja, nur ich nicht. Ja, ich hatte genug Kronkorn. Ich habe irgendwas mit 3000 oder so. Ich gebe irgendwie nie Geld aus. Was hier? Ja, ne. Okay, ich habe den Schlüssel. Ich sehe verdammt gut aus, ne? Hast du den Schlüssel? Okay, dann los. Die Ehre überlasse ich dir. Wird ja wohl niemand drin sein, wenn er verschlossen ist, ne? Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet.
Ach, ich sehe schon. Ein Geheimgang oder so, ne? Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Sturmfeuerzeug, Handschellen. Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Schalter oder Knopf. Könnte denn hier ein Schalter sein? Weiß nicht. Achso, da wird mir sogar angezeigt. Ah, auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Bitte nicht mehr mal. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Aber warum sollte er das alles hier liegen lassen? Mal durch wie so ein Klischee-Detektiv reden. Orange Mint Herz, okay. Ah, die gab es auch in Dings, glaube ich, in New Vegas. Oh, was ist hier? Oh, Öl brauche ich immer wieder. When it start, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Was dann? Schweigen bringt uns überhaupt nicht Dog weiter. Meat einsetzen. Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufnehmen. Boah, ich muss ihn jetzt noch extra holen. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen, bevor du dich auf den Weg machst. Ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Okay. Nehme ich mal an. Zeige doch mir die Zigarre. Kann ja wohl mitnehmen, ne? Okay, dann komm mit. Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? Dann gehen wir mal und nach Sanctuary und tun da Dogmeat die Zigarre zeigen. Echt ein Detektivpart hier. Hi. Okay, du bist einfach hier. Warum nicht? Dogmeat. Schnüffel mal da dran. Hast du was gefunden, mein Junge? Okay, sehr gut. Schon abgeschlossen. Wort 111? Wart. Ja, sehen macht Freunde. Sehr geil. Ich muss ja jetzt nicht durch das gesamte Commonwealth hier begleiten, oder? Du hängst mit Valentine rum, was? Endlich deinen Traum habe ich. Okay. Wieder sagt mir, ich muss nicht den ganzen Weg laufen. The Fence. Okay. Ja, jetzt haben wir locker ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Wow.
Okay. Also sah man ja schon, dass der zu Vault 111 geht. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt folgen soll oder nicht. Na gut, mal gucken. Ja, wie es aussieht, müssen wir ja nach Vault 111 gehen wieder. Ja, ist klar, da ist auch den sein Geruch. Also nicht, dass wir da die ganze Zeit in der Sackgasse anreinlaufen. So, muss ich den echt jetzt folgen? Kann ich einfach nach Vault 111 gehen? Nee, sag mir nicht, ich muss den ganzen Weg hier folgen. Vor allem, da ist auch noch ein Schloss, naja, das meist da verschlossen ist. Da muss ich auch noch irgendwann rein. Ich war jetzt ab 18 Uhr irgendwie so. So, wo ist er jetzt? Warten, wie kann man aber warten? Geht gar nicht, ne? Verdammt. Kann ich irgendwo schlafen gehen und so? Oder kurz nach Sanctuary gehen. Ich dachte, jetzt hält sich an seinen Hut so fest. Kann ja mal sehen, wie Sanctuary mittlerweile aussieht. Habe ich schon lange nichts mehr gemacht. Dann noch mal für ein Wetter. Oh, hi. Ja. Weil ich dich gesucht habe, habe ich dich nicht gefunden. Zeit fürs Geschäft? Ich habe ein paar Minuten. Oh, Wetter. Wenn du was kaputt machst, musst du. Warte mal, ja. Ich komme sowieso nie irgendwas. Das ist ja blöde. Schon wieder Schrott, den ich verkaufen kann. Alter, was ist mit dem Wetter los? Gott. Schau mal an. Mal, eine Stunde schlafen. Vielleicht bewegt sich ja Doc mit ein bisschen näher hier hin. Vom Strahlung? Uah. Naja, ich glaube, ich muss Doc mit folgen. Verdammter Dreck. Oh, dann würde ich sagen. Wir sind immer noch vor der Glotze hier. Ich werde dann wieder ausgehen, meine paar Sachen ja ein. Keine Ahnung, was ich hier versucht habe zu bauen. Wenn ich versuche, mir meinen Müll wieder einzulagern, den ich gesammelt habe, den kleinen Müll, wo brauche ich eigentlich gar nicht schnell. Ja, ich habe noch genug Platz. Ich sagen, wir sehen uns dann bei Dogmeat und wir müssen ihn durch das gesamte Ödland hier folgen. Da wird ein Spaß. Oh, sie gerne wieder zusammen. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen Wo kann. Kann ich nicht irgendwo einfach pennen gehen und... Du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Kann ich nicht einfach 10 Stunden pennen und so und dann ist er dann hier, oder was? Ich habe keinen Bock, den hier durch das komplette Commonwealth zu begleiten. Also voll dämlich. Ja, ich muss ihm folgen anscheinend. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir Dogmeat verfolgen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.